Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Er sprach und der Blinde sah. Er sprach und der Taube konnte wieder hören. Er sprach, der Lahme konnte gehen. Dort, wo das Wort ist, ist Autorität, ist Vollmacht. Wir sollten der Kraft von diesem Wort, was Jesus ist, was Gott ist, so viel Glauben abgewinnen, dass wir sagen, da ist alles möglich. Jesus hat alles für uns am Kreuz vollbracht. Diesen Satz haben die Christen schon 10.000 Mal gehört, aber es ist das Wichtigste, dass wir überhaupt hier sind, dass es sich lohnt. Ansonsten könnten wir sagen, okay, wir machen einen Nachmittag. Nein, Jesus hat am Kreuz für dich alles vollbracht. Und alles ist nicht nur Heilung, sondern alles. Und ich habe eine Bibelstelle, die mich sowas von begeistert hat. Ihr kennt die, aber ich möchte es heute wirklich euch weitergeben. Johannes kannte Jesus und berichtete davon. Und da lesen wir Johannes 1, Vers 1 beginnend. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gott war das Wort. Also nicht Gott hatte ein Wort oder Gott spricht Worte, sondern Gott war das Wort. Vers 14 geht es weiter. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das sehen wir. Und das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Jesus auf der Erde. Also das Wort kam auf diese Erde. Wir sehen hier, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Einheit. Im Anfang war das Wort. Jesus lehrte den Jüngern circa 3 Jahre, was wir heute in Israel an verschiedenen Stellen erleben, wenn wir auf der Reise dort sind. Er lehrte das Wort. Und jedes Mal, als er sprach, war es eine frische Offenbarung der Wahrheit. Ein frisches Wort vom Wort, möchte ich mal sagen. Ich kann mir das gut und auch kaum vorstellen, mit Jesus persönlich irgendwo an der Jordanquelle zu sitzen oder wo sie auch zusammen waren. Und Jesus sprach Worte, wisst ihr, nicht irgendwo mit dem Heiligenschein oder mit einer bestimmten heiligen Sprache, sondern er hat einfach erzählt, er war das Wort, er sprach das Wort. Und jedes Mal, als er sprach, war es eine neue Offenbarung. Und was er sprach, war das Wort. Was wir sprechen, sind Worte, die Unglück manchmal bringen, Unglauben und so weiter. Da möchte ich mich jetzt nicht festbeißen. Aber ja, er sprach das Wort. Es gibt nirgends in der Bibel eine Erklärung, Gott hatte sich getäuscht und hat korrigiert. Schau hinten im Anhang nach, alles, was Gott korrigiert hat, ab Seite 1500 irgendwas. Nein, das gibt es nicht. Gott sprach und es war die Wahrheit. Er sprach nicht immer schöne Sachen. Er sprach nicht immer so schmeichelnde Sachen, sondern es war ganz besonders im Alten Testament, wo noch Gericht war, wo das Kreuz noch nicht die Wirkung hatte, kamen schon Sachen, wo wir sagen, wow. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und da seht ihr, da kommt die dritte Person in die heilige Dreieinigkeit zu dem Wort. Der Heilige Geist ist der Überbringer von dem Wort
in uns hinein. Der Heilige Geist bringt das Wort, nicht die Worte der Bibel, nicht irgendwelche schöne Worte, das auch, aber der Heilige Geist bringt das Wort und das Wort Jesus als Person, das Wort Gott als Person, gesehen der heiligen Dreieinigkeit, bringt er in dich hinein. Und wir hätten gerne manchmal so, wisst ihr, das ist manchmal so, dass Leute kommen, hast du ein Wort für mich, was dir Gott gezeigt hat? Du kommst gerade irgendwo vom Essen oder hast was ganz anderes. Hast du ein Wort von Gott? Ja, so Sachen gibt es, aber Gott möchte, das Wort möchte in dir selbst wohnen, durch den Heiligen Geist. Das Wort, Jesus, möchte in dir persönlich wohnen. Er möchte Jesus dir in den Mittelpunkt deines Lebens stellen. Jesus in den Mittelpunkt, der Heilige Geist, das Wort. Und wenn wir ehrlich sind, das Wort Jesus steht nicht immer im Mittelpunkt unseres Lebens. Wenn vielleicht dein Ehepartner nicht ganz das tut, was du möchtest. Wenn der Autofahrer vor dir in einer 30er-Zone 15 fährt, ist dann das Wort der Mittelpunkt deines Lebens? Ich glaube, das Beispiel war nicht schlecht. Okay. Das Wort lebt in ihnen, heißt es, aber jetzt möchte das Wort in dir leben. Vor dem Kreuz lebte das Wort mitten unter uns und was das so alles so heißt. Aber das Wort möchte seit der Auferstehung von Jesus in dir leben. Und wenn wir das so ganz so im christlichen, religiösen Umgang sagen, ja selbstverständlich, der Heilige Geist in mir, Jesus ist in mir und das hört man schon in der Sonntagsschule. Ja, das ist alles schönes Gerede, aber ist es wirklich so? Ist das Wort der Mittelpunkt deines Lebens? Und wenn es das ist, hat es auch seine Auswirkung. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ob man zu jemand sagt, Gott mit dir oder Gott in dir. In dir ist näher, stimmt's? In dir ist näher. Das Wort aber ohne den Heiligen Geist ist nur ein Buchstabe, der tötet. Das Wort mit dem Heiligen Geist ist die ganze Kraft Gottes in dir. Und wisst ihr, was ich nicht mag, ist Geschichte. Und da können sich manche so richtig rein vertiefen und so weiter. Geschichte ist für mich überhaupt nicht das Ding. Und und auch wenn die Bibel nur Buchstaben wären, wäre das für mich auch ein Geschichtsbuch. Das ist nicht mein Ding. Aber wenn ich die Bibel nehme, auf dem Handy oder als Papier, wenn ich die Bibel nehme und der Heilige Geist offenbart mir das, ist es das Beste, was es gibt. Wenn der Heilige Geist den Buchstaben lebendig macht. Jesus heilte nicht, um die Leute irgendwo zu unterhalten und sagt, heute haben wir einen Heilungsgottesdienst auf dem Berg Karmel und Leute, kommt alle, Jesus ist da und das gibt das Volksfest und da werden die Leute geheilt, ihr werdet sehen, das wird toll. Nein, Jesus hat da nie eingeladen zu einer Heilungskonferenz, sondern dort, wo Jesus war, war Heilung. Um ihn herum, es war Heilung. Und ihr Lieben, es war aber auch Normalität, am Berg der Speisung der 5000. Es war Normalität, die Worte Jesu, aber auch der Hunger war dort, der fleischliche Hunger. Und sie hatten ja dort nichts zu essen und das war ja das Wunder, von dem ich jetzt nicht weiter reden möchte. Jesus heilt nicht, um Leute irgendwo zu unterhalten oder um Aufmerksamkeit zu bringen. Ach, da müssen Heilungen geschehen, dass die Leute kommen. Nein, das war nie bei Jesus der Fall. Er heilte die Kranken aus dem Wort.
Er war das Wort. Gott war das Wort. Er war die Heilung und ist es auch heute noch, denn er ist siegreich auferstanden. Er ist die Heilung. Das heißt, wenn du das Wort in dir hast, nicht eine Bibel essen, nein, das Wort in dir hast, dann hast du auch den Heiler in dir. Heilung ist eine Eigenschaft, eine der vielen Eigenschaften von Jesus, vom Vater. Heilung ist eine Eigenschaft, nicht ein Programmpunkt oder irgendwie etwas anderes. Der Glaube an sein Wort setzt Gottes Kraft frei. Der Glaube an das Wort, an Gott, an Jesus, setzt die Kraft frei. Gott, das Wort, Gott, das Wort sprach und es geschah. Du wurdest geschaffen, die Sonne wurde geschaffen, die Erde wurde geschaffen. Ist es nicht die chronologische Reihenfolge? Er sprach und es geschah und er spricht auch heute noch und es geschieht. Und das sind nicht die toten Buchstaben, wo die Christen manchmal auch durcheinander bringen und was draus machen, dass es in ihr Leben passt, das vielleicht nicht so in Ordnung ist. Nein, dass, wenn das Wort spricht, ist es das Original und das ist das, was funktioniert. Dem gepredigten Wort folgen Heilungen. Im Neuen Testament, da folgen Heilungen. Heilung ist nicht ein Arbeitszweig, ihr Lieben, von Jesus. Wir haben Arbeitszweige, wir haben einen sozialen Zweig, wir haben die Gottesdienste, wir haben den Medienzweig und so weiter. Wir haben Arbeitsbereiche, Arbeitszweige. Und manchmal meinen wir, auch Jesus hat den Arbeitszweig Heilungen. Herr, heute Heilungen. Heute ist Heilung dran. Heute konzentrieren wir uns wirklich auf Heilung. Ja, das ist nicht falsch, dass wir das tun, wenn wir Heilungstage machen, dass wir uns mal wieder auf was konzentrieren. Aber das ist nicht, dass Jesus da im Himmel ist und sagt, also guck mal, heute muss man bei denen mal wieder mit Heilung kommen, weil die Überschrift ist Heilung. Nein, die Heilung lebt in dir. Der Heiler lebt in dir. Und ich sage dir, für Geist, für Seele und Leib. Und das ist das, was eine ganz wichtige Sache ist. Ich habe euch diese Folie mitgebracht. Ihr Lieben, das ist das, was das Wichtigste ist, um Heilung zu verstehen. Es ist nicht nur dein Fußzeh, der klemmt oder deine Bauchspeicheldrüse oder der Krebs, sondern, ihr Lieben, es ist der Leib, der Geist, und die Seele. Und wenn eins davon krank ist, leiden die anderen beiden. Und wenn zwei davon krank sind, dann ist es schon schwieriger. Drum ist es wichtig, nicht nur nach Heilung zu schauen, sondern wirklich auch, dass dein Geist frisch ist, dass dein Geist eine Verbindung mit Jesus hat und nicht mit allen möglichen Geistern, die in den Medien rumschwirren, in den Spielen rumschwirren und wo auch immer Geister rumschwirren oder dass auch die Seele wirklich in Verbindung ist mit dem Heiligen Geist. Wir haben es gestern gehabt, es gibt viele geistliche Ebenen. Und ihr Lieben, da ist an jedem seine eigene Entscheidung. Er sprach und der Blinde sah. Er sprach und der Taube konnte wieder hören. Er sprach, der Lahme konnte gehen. Dort, wo das Wort ist, ist Autorität, ist Vollmacht. In diesem Wort steckt die ganze Kraft der Auferstehung. Amen. Und wo lebt das Wort? In dir, wenn du es haben möchtest. Aber wisst ihr, wie so manche Bücher, ich kenne die Bücher, wir sind ja vor 12 Jahren umgezogen und auf unserem Speicher stehen immer noch Kisten mit Büchern, die ganz wichtig sind, die man immer mal lesen wollte.
Und ich komme so alle 3 Jahre mal, mache ich mal den Deckel auf von den Kisten und sage, jetzt wird das Zeug weggeworfen. Dann ist, oh, ich habe einen interessanten Titel. Oh, das sollte ich echt mal lesen. Mach den Deckel wieder zu. Ich merke, es geht nicht nur mir so. Ja, aber ihr Lieben, das ist das, was wirklich ist. Was ist für dich wichtig? Du kannst auch das Wort Gottes oder das Wort so in die Kiste, bildlich gesprochen, auf deinem seelischen Speicher legen und sagen, wenn ich mal älter bin, wenn ich mal im Krankenhaus bin, wenn ich mal Not habe, dann hole ich das raus. Und ich habe nichts dagegen. Nein, das ist nicht Leben mit dem Wort. Es geschah, als sie sich um Jesus, das Wort, versammelten. Um das Wort. Nicht in einem bestimmten Platz. Ihr Lieben, in jedem Platz der Erde können wir das Wort erleben, wenn es in uns ist. Und das ist das Tolle, dass wir jetzt nicht irgendwo ein großes Buch mitnehmen müssen, sondern wenn das Wort in uns lebt, ist es auch mit uns, wenn wir gerade in einer Schwierigkeit stecken. Da ist es da, da musst du nicht gehen und sagen, ach, bring mal das oder bring mal jenes. Ja, wenn Jesus das Wort spricht, wirkt es Lebendiges und Vollkommenes. Wenn der Teufel spricht, wenn Satan spricht, ist Vernichtung drin. Der vernichtet das, was Gott geschaffen hat. Lass es nicht zu. Heilung ist ein Teil dieses Wortes. Das Wort sagt, blick nicht auf deine Umstände. Das Wort sagt, blick nicht auf Menschen. Das Wort sagt, blick nicht auf deine Erfahrungen. Das Paradebeispiel, der Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort, sagte der Hauptmann zu dem Wort Jesus. Sprich nur ein Wort. Wenn ich mir vorstellen würde, im religiösen Bereich würde man sagen, jetzt römischer Hauptmann, jetzt bekehr dich mal, tu deine ganzen Sünden hinlegen und mach das und mach jenes und geh 25 Jahre in den Gottesdienst, spende gut und benimm dich gut, kleide dich gut und so weiter und so fort. Und dann wirst du sehen, Jesus hat bestimmt Freude an dir. So sehen manche das Christentum. Nein, der hat noch nicht mal eine Ahnung gehabt, was alles die Religiosität von ihm verlangen könnte. Der hatte Hunger gehabt, hat Jesus gesehen, dass dieser Mann Vollmacht hat und hat gesagt, der kann es. Ohne Formalitäten und ohne komm in die Kirche und tu das und geht schon gar nicht ohne 2 Stunden Worship voraus und das und jenes, dann kommen wir zum Thema. Nein, ein römischer Hauptmann hat begriffen, dass in dem Wort das Wort lebendig ist, dass es Vollmacht hat und wenn es gesprochen wird, wirkt. Wenn wir so einen Glauben entwickeln, wie dieser ungläubige, nicht bekehrte Hauptmann, was würde da in unserem Leben geschehen? Für uns ist manchmal so viel drumherum, religiöses drumherum, so hinderlich, Gott zu erleben. Da erlebst du Menschen, die dir sagen, du musst erst beten, ob Jesus heilen will. In der Bibel steht, er will heilen. Und das wird oftmals so gesehen, ja, wenn jemand nicht geheilt wird, dann hast du einen Fehler gemacht. Nein, ich glaube, wir können nicht alles erklären. Wir wollen alles erklären, wir können aber nicht alles erklären. Aber was ich glaube, was wir tun sollten, wir sollten der Kraft von diesem Wort, was Jesus ist, was Gott ist,
so viel Glauben abgewinnen, dass wir sagen, da ist alles möglich. Im Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. So rettete er sie von dem sicheren Tod. Das ist ein Glaube mit Gehorsam. Sprich nur ein Wort, sprich nur ein Wort zu dem Berg und er wird weichen. Das heißt nicht, bitte Berg, weiche, sondern sprich nur ein Wort. Ich habe es bei mir eingekreist mit einer Klammer, ein Wort, groß geschrieben. Sprich nur ein Gott, ein Jesus und dein Berg wird weichen. Das ist das Wort und nicht irgendwo den Berg anbrüllen und sagen, geh endlich. Nicht nur das Wort studieren, ihr Lieben, sondern das Wort leben. Leben. Wir können da so viel studieren und es kommt ja viel Wissen dabei raus und viel Erkenntnis, aber wir wollen es erleben. Ja, in dem Namen Jesus, der in uns ist. Jesus starb, damit eine Lösung für deine Not da ist. Und ich sage dir, gib nicht auf. Bist du heute da und willst sehen, was Gott tut? Oder erkennst du, dass du Autorität hast, das Wort auszusprechen? Das Wort, die vielen Verheißungen in der Bibel auszusprechen. Das Wort und der Geist arbeiten zusammen. Das Wort und der Geist arbeiten zusammen und du hast die Autorität bekommen, das Wort auszusprechen. Nicht, Herr, wenn du willst, du kannst ein bisschen, ach weißt du, das tut nicht so weh, heil lieber das andere. Wie viel traust du dem Wort zu, dass es tun kann? Errettung ist auch Heilung. Ihr Lieben, Heilung von Seele und Geist. Errettung ist Heilung deiner Seele und deines Geistes. Ist das bei dir passiert oder nennst du dich nur Christ und lebst religiöse Formeln? Zeichen und Wunder waren eine Normalität in der Zeit Jesu auf dieser Erde, als er auf dieser Erde war. Wenn wir Gottes Wort im Glauben aussprechen, ist die ganze Kraft der Auferstehung drin. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht nur, ach, ich habe ein schönes Wort in der Bibel gelesen. Nein, wenn Gott uns das offenbart, dann sprechen wir das Wort aus, da ist Vollmacht drin und in dieser Vollmacht ist die ganze Autorität der Auferstehung und die Kraft darin. Immer wenn Gott wirkt, ist das die ganze Dreieinigkeit mit da drin. Warum möchte Gott überhaupt heilen? Weil der Vater dich liebt. Er möchte, dass das alles heil wird in deinem Leben. Jesus trug deine Last und deine Krankheit ans Kreuz und der Heilige Geist ist der Überbringer der Kraft Gottes, in der die Heilung steckt. Wenn wir beten, geschieht etwas. Und ich sage dir, lege heute deine Zweifel ab. Leg deine Zweifel ab. Nichts ist unmöglich bei Gott, sagt die Bibel. Glaubst du das? Der Heilige Geist erweckt das Wort zum Leben in unserem Leben. Das Wort wird Leben. Seine Natur ist Rettung, seine Natur ist Liebe, seine Natur ist Heilung. Das Wort berührt in unterschiedlicher Weise. Lass das Wort ein Same in deinem Leben sein, der wächst. Wisst ihr, es gibt so welche, ich habe es begriffen und dann fangen sie erst an
zu denken. Nein, es ist etwas, es ist ein Samen. Das Wort, lass es in dir wachsen, pflege es, begieße es durch den Heiligen Geist und es kommt etwas Wunderbares heraus. Danke Gott für diesen Samen. Gott möchte, dass dein Herz der gute Boden ist, wo sein Wort, er als Wort, Gott als Wort wachsen kann. Wachsen kann. Und mit jeder Veranstaltung, mit jedem YouTube, wo du vielleicht schaust, kommt ein Stückchen mehr Wachstum dazu. Noch eine Zelle von der Pflanze, noch eine Zelle. Und da habe ich was kapiert und so weiter. Und ihr Lieben, und dann wird die ganze Kraft Gottes in dir sich entfalten. Amen.